Herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Wir sind wieder quasi am Anfang des Spiels, aber doch nicht so wirklich. Denn wir sind gerade in den, wie hieß das hier nochmal, unberührte Gräber oder so irgendwie. Und ja, was quasi ein Abbild vom Feuerbandschrein ist in, ja was weiß ich, irgendeine andere Dimension oder irgend so ein Klimbim. Ist auch egal. So, und wir stehen hier vor einer Arena zum nächsten Bosskampf. Ich könnte mir auch hier, wenn ich will, jemanden beschwören, aber ich würde sagen, für den Anfang probieren wir ihn mal auf die normale Tour. Okay. Muss ich ihm wieder das Schwert rausziehen? Nein, muss ich diesmal nicht. So ein bisschen Free Damage finde ich auch okay. Uiui, der will mir in die Fresse schlagen. Der Junge ist ganz schön aggressiv. Das war er beim ersten Mal noch nicht. Okay, Konzentration. Hey, da hinten liegt ein Item. Fällt mir gerade erst jetzt auf. Au, du mieser Sack. Ah, scheiße, ey. Lass mich mal bitte heilen. Danke. Hui, toll, jetzt wird er noch aggressiver. Mann, 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 Junge. Hier. Ui, was war denn das? Nein, ach. Wobei, wenn er mich mit dem V-Schlag trifft, das ist nur halb so schlimm. Der macht nicht so viel Schaden. Wenn er mich mit der Lanze trifft, ist das schon ein bisschen beschissener. Au! Ey, Junge! Beruhig dich mal wieder ein bisschen. Du bekommst ja noch einen Herzinfarkt, wenn du so weitermachst. Okay, 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 okay. Au, fuck. Vollen Tritt in die Fresse. Ja, natürlich. Ey, Junge. Oh, jetzt liege ich gleich unten, oder? Fuck you, ey. Heilung, Heilung, Heilung. Au. Wieder aber auch wirklich, egal aus welcher Richtung man angreift, er hat immer irgendeine scheiß Attacke parat. Boah, jetzt wirst du mich aber echt nicht killen, oder? Ich brauche Ausdauer zurück. Ja, ja, deinen Tritt kannst du dir mal sparen. Wow, meine Attacke ging voll daneben. Uff. Rollen, rollen, rollen. Oh, Tritt kommt. Fuck you. So, tot. Easy peasy, lemon squeezy. Wer braucht schon einen Gehilfen bei diesem Kampf, wenn es auch mit dem ersten Versuch ganz einfach geht? Ist ja alles kein Problem hier. Tch. Ich meine, was machen hier immer alle für einen Aufstand? Oh, Dark Souls ist so schwer. Ich bitte euch. Alles kein Problem. Wow, jetzt habe ich 130.000 Seelen übrig. Heilige Scheiße. So, bevor wir jetzt schnell wieder zurück zum Feuerbandschrein gehen. Item mitnehmen. Glaive des Schwarzen Ritters. Das könnte doch seine Waffe jetzt sein, oder? Gucken wir mal. Wo ist denn das Teil? Ich finde es schon wieder mal nicht. Verdammt doch mal. Da ist es. Moment mal. Hoppala, falsche Taste. Hm, könnte ich sogar ausrüsten. Diese Glaive nutzten die schwarzen Ritter im Kampf gegen die Dämonen des Chaos. Ihr Angriff verringert deutlich die Balance, was erklärt, wie die furchtlosen Ritter so große Gegner besiegen konnten. Alles klar.
Herr Kommissar. So, dann mal bitte zurück zum Feuerbadschrein. Genau. Aber eigentlich nur kurz Seelen ausgeben und dann geht's gleich wieder zurück, denn wir können hier ja noch ein bisschen weiter erkunden. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Aber mit 130.000 Seelen will ich auch nicht unbedingt losziehen. Denn da ist das Risiko hoch, dass ich die verliere. Und theoretisch sollte es jetzt sogar möglich sein, 2 Level. Ja, geht sogar. 23.000 bleiben mir dann noch übrig. Moment mal, wenn mir noch 23.000 jetzt übrig habe, dann werde ich doch mal wieder... Ich muss ja auch irgendwann mal meine ganzen Seelen hier verbrauchen. Das ist hier ja sonst... Dann habe ich das alles hier immer im Inventar herumliegen und keinem nützt es irgendwas. Ups. So, nehmen wir noch eine von denen hier. Och, reicht noch immer nicht ganz. Fuck a doodle do. Ich bin schon wieder falsch. Dann nehmen wir noch eine von denen. Ah, reicht. Reicht, reicht, reicht aus. So, oh, drehen wir wieder mal Stärke nach oben. Ich weiß zwar nicht mehr, ob mir das jetzt noch so wahnsinnig viel bringt. Aber, ah, je mehr, desto besser. Sage ich da nur. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Wir wollen zu Meister Gundyr. So, und dann sollten wir jetzt eigentlich, wenn wir durch die Tür weitergehen, wieder zum Feuerbandschrein kommen. Aber halt, wie gesagt, in irgendeiner anderen Dimension. Oder vielleicht ist der jetzige Feuerbandschrein eine andere Dimension und das hier ist die richtige Welt. Oder wie auch immer, ey. Kapiert doch keine Sau sowas. Vorsicht vor Ritter. Schon wieder. Wir hatten doch gerade erst einen. Okay, Vorsicht vor Ritter. Ich sehe zumindest mal keinen. Hier ist jemand gestorben. Wie denn das? Okay, den Rollen nach zu urteilen, würde ich sagen, das war im Kampf. Und die Rollen haben nicht so wirklich viel gebracht. Nicht voraus, Schatz. Ob ich dir das so glauben werde? Ja, ich hätte es dir besser mal glauben sollen. Und ich höre ziemlich fiese Schritte da oben. Hier sieht man aber auch nichts, weil es so fucking finster ist. Hier ist auch nichts. Gut, ach, da ist schon mal einer. Ach, es sind wieder die Typen. Ja, Wunderbärchen. Komm mal her, du. Oh, da links kommt auch noch einer. Hier, komm her, komm zu mir. Oh, mit der dicken, fetten Axt. Lass uns das mal bleiben. Ich will doch nur backstabben. Danke. Au. So. Schon mal einer weniger. Gibst du mir ein Item? Ach, jetzt im Ernst? Beschissene Ritter, die keine Items geben. Was soll denn das? Das ist doch, würde ich mal sagen, totaler Beschiss. Das ging daneben. Fuck. Ich wollte mir ihn doch eigentlich einfach nur anlocken. Hier ist nix, oder? Nee. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Junge. Oh, der hat aber einen dick... Uiuiui, okay, der geht wieder nach unten. Dann gehe ich auch mal nach unten. Und jetzt bekommst du auch mal hier einen Pfeil in die Fresse. Bank. Hehehehe. Uiuiui.
Ja, komm zurück, komm zurück. Hier haben wir doch mal eine schöne Arena, wo wir kämpfen können. Und tot. Sind wir mittlerweile auch nicht mehr so wirklich das Mega-Problem. Aber ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass das hier noch nicht alle waren. Weil, was hatten hier gerade? Ach, das war ein Blutfleck. Egal. Hier sind doch sicherlich irgendwo noch andere. Von den Pennern. Hey, ja, wusste ich's doch. Ach, schade, dass er nicht nach unten gefallen ist. Das wäre mal wahnsinnig praktisch gewesen. So, tot. Kann ich mir natürlich das Item mitnehmen. Hornissenring. Moment mal, was war denn der nochmal? Den gab es doch eigentlich auch immer. War der nicht irgendwie Ausdauer erhöhen oder irgend sowas in die Richtung? Glaube ich jetzt. Wo ist er denn? Ring der Gunst? Nee. Moment mal, wo ist er denn jetzt? Hufeisenring? Hornissenring, da. Ach, kritische Angriffe. Ja, genau. Gehörte der Fürstenklinge Ciaran, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gwyn. Die maskierte Ciaran war die einzige Frau unter Gwyns vier Rittern. Ihr Krummschwert bescherte allen Feinden des Throns einen schnellen Tod. Ja, Gwyn, die alte Socke, ey. So, da geht's mal rein. Wir gucken aber nochmal hier nach hinten. Hier geht's nirgendwo hin. Vorsicht vor Hölle. Hä, was soll denn das bedeuten? Ich sehe hier kein Schwein. Ach, da oben. Wird es funktionieren, dass ich mich anschleiche? Nein, natürlich nicht, denn der dreht sich um. Der alte Sack, der. Hui, da kommt mir ja nach. Na, dann komm mal her. Du mit deinem fetten Megaschwert. Und tschüss, mein Freund. Wow, sogar mal einer, der ein Item droppt. Helm des schwarzen Ritters. Ui. Der sieht doch mal echt schnieke aus. Aber ist ein bisschen zu schwer. Schade eigentlich. Sieht doch eigentlich ganz geil aus. Hat ein bisschen was hier vom... Wie hieß der Bösewicht nochmal bei Herr der Ringe? Sauron, oder? Glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, leider zu schwer. Leider zu schwer. Kann ich nicht nehmen. So, das hier nehmen wir mit. Eine Seele. Und hier könnte man halt wieder nach unten springen. Gut, dann hätte man den anderen Ritter hier eventuell ein bisschen überraschen können. Hier ist nix. Schade. So, wir hatten aber da hinten ja noch ein Item. Aber ist hier noch vielleicht um die Ecke irgendwo ein Ritter? Nee. Chaosklinge. Okay, da kann man jetzt anscheinend nicht rein in dieser Version. Aber mal wieder Waffe angucken. Och, wo ist denn das Teil jetzt wieder? Boah, wie ich das jedes Mal hasse, die Waffe zu suchen. Da ist sie.
Ein verfluchtes Schwert unbekannter Herkunft mit unheimlichen Schlieren auf seiner Klinge. Jeder Angriff trifft auch seinen Träger. Es ist wie ein unförmiges Ding, dem Leben eingehaucht wurde, aber in dieser Welt hat es nichts verloren. Anders gesagt, es ist Chaos selbst. Okay, trifft auch den Träger selbst. Heißt also, wenn ich mit der Waffe zuschlage, bekomme ich wahrscheinlich selbst Damage. Die Frage ist dann, was ist dann der Vorteil dieser Waffe? Das wurde mir jetzt aus der Beschreibung nicht so wirklich klar. Naja. So, Hallöchen, ist jemand zu Hause? Scheinbare Wand voraus, echt jetzt? Ha, Tatsache. Aha, okay. Es wäre von der anderen Seite hier auch verdeckt gewesen. Augen der Feuerhüterin, hä? Momentchen mal, wo haben wir die? Klingt irgendwie so nach Schlüssel-Item. Es ist ein Schlüssel-Item. Enthüllt der blinden Feuerhüterin das Grauen? Ein paar dunkle Augen. Dies sollen die Augen der ursprünglichen Feuerhüterin gewesen sein und das Licht, das allen zukünftigen Feuerhütern verloren ging. Es offenbart den blinden Feuerhüterinnen Dinge, die sie niemals sehen sollten. Klingt ja richtig nice. Alles leer, keiner da. Oh, was gibt's denn bei André? Der Schmiedehammer. Soll das eine Waffe sein? Ach ja, da ist er. Ein dem Schmieden des Schreins überreichter Metallhammer. Er kann als Schlagwaffe benutzt werden, um die Balance des Gegners zu verringern und um Schilde zu brechen. Sein wahres Potenzial entfaltet sich natürlich erst in den Händen eines Schmieds. Okay. So, ist hier noch etwas, weil hier die Nachricht ist? Visionen von schweren Hütter, hä? Verstehe ich nicht. Kapiere ich nicht. Auch egal. Gibt's hier noch etwas? Nee. Ich schätze mal auch keine versteckte Wand. Nein. Dann wieder mal hoch in die Mitte. Oh, sie ist da. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? To skirt the curse's grasp, tarry not for long. 'Tis dark for now, and not a soul. Or perhaps that like the poor girl. Okay, erzählt die mir jetzt irgendwas Neues? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit der schon lange nicht mehr gequatscht. Aber, oh. Das ist doch das Set vom Dingsbums hier, na, vom Adam aus dem ersten Teil. Hi, Artorias oder wie er hieß. Oh, das würde ich aber gerne haben, denn das Set sieht echt verdammt geil aus. Dafür habe ich aber mal echt nicht genügend Kohle. Wir sehen, das wären insgesamt 20, 30, 46.000. Boah, natürlich musste ich jetzt vorhin meine ganzen großen Seelen auf den Kopf hauen. Finde ich jetzt scheiße. Die geben mir, wobei, der gibt mir auch noch 10.000. Ja, gut. Dann hau raus den Scheiß, dann kaufe ich mir das Set. So, alle drei auf einmal. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Auch egal. So. Das hier kaufen, das hier kaufen, das hier kaufen und das hier kaufen. Wahrscheinlich kann ich jetzt sowieso nicht anlegen, weil es einfach wahrscheinlich viel zu schwer ist.
Aber ich will es mir trotzdem mal angucken. Ach nö, ist sogar leichter. Aber auch von den Werten her jetzt nicht so mega geil. Aber sieht halt einfach verdammt schick aus, das muss man mal sagen. Das sieht halt einfach fucking schnieke aus. Rüsten wir das alles mal aus. Wow, dann geht mein Gewicht aber ganz schön nach unten, ey. Die Rüstung ist doch nicht so schwer, wie ich mir erwartet hatte. Das ist nicht schlecht. Gut, aber wenn ich mir jetzt so ein Großschild nehmen würde, wäre ich noch immer drüber. Wobei, das Großschild hier würde gehen. Boah, das blockt aber nur physisch 84. Was zur Hölle ist denn das für ein Großschild, bitteschön? Das ist ja mal totaler Crap. Hä? Also echt mal. Müsste ich mir vielleicht echt noch ein bisschen was in die Belastbarkeit reinschrauben. Dann kann ich mir auch mal so ein fettes Schild mitnehmen. Das wäre auch geil, wäre das. Aber echt mal im Ernst. Guckt euch mal die Rüstung an. Die ist schon verdammt geil. Die sieht echt schnieke aus. Fragment des gewundenen Schwerts. Ist das auch ein Schlüssel-Item? Anscheinend nicht. Ist das dann hier irgendwo? Da ist es. Zum Leuchtfeuer oder Schrein der letzten Rast zurückkehren. Ein Fragment des gewundenen Schwerts, das beim Leuchtfeuer war. Der Zweck ist längst in Vergessenheit geraten. Blablabla, blablabla, blablabla. Das andere wissen wir schon alles. Ah, okay, das ist wahrscheinlich etwas, das ich halt... ja, immer halt benutzen kann. Dann kann ich mir das hier eigentlich mal austauschen. So. Gut, haben wir das auch. Was gibt's denn hier dann noch? Falls es hier noch irgendwas geben sollte. Vielleicht hier oben irgendwie? Nee. Auf den einzelnen Trönen hier ist auch nichts versteckt. Gut, Moment mal, Moment mal, konnte man hier nicht irgendwo noch weiter nach oben? Hier gab es doch noch eine obere Etage. Komme ich da nicht mehr hin? Jetzt Moment mal. Ach nee, hier sind die Stufen, genau. Ja, okay. Okay, hier kann ich noch raus. Sehr schön. Versteckte Wand. Zeit für Lügner. Ah, scheiße. So, hallo. Ein Riesenbaumsamen. Noch nicht gefallen. Tja. Was sagt man dazu? Kann ich in den Turm? Nein. Die Leiter ist nicht da. Ich könnte natürlich versuchen, ich weiß ja mittlerweile, es gibt den Trick, dass man, der funktioniert halt auch im anderen Feuerbahnschrein, dass man früher an die Items kommt. Dass man hier irgendwie auf den Baum raufläuft und dann darüber springt, irgendwie. Aber ich glaube kaum, dass ich das hinbekommen werde. Dafür ist mein Skill einfach bei weitem nicht hoch genug, was Jump'n'Run in Dark Souls angeht. Dann seien wir auch mal ehrlich, die Mechanik in dem Spiel ist nicht unbedingt die beste. Was Springen angeht. Nee, nee, ach, scheiß drauf. Da kommt man sicher irgendwie hoch, aber, glaube auch kaum, dass das von den Entwicklern so gedacht ist. Wäre aber schon interessant irgendwie, ob da in der Mitte noch irgendwas ist. Da müsste es aber halt noch irgendwie einen anderen Weg geben, da hochzukommen, den ich aber nicht finde. Na dann halt nicht.
Ist ja auch egal. Okay, dann haben wir hier eigentlich so ziemlich alles erkundet, glaube ich jetzt. Heißt also, wir gehen dann in der nächsten Episode zum dritten und letzten Gebiet, welches wir noch nicht erkundet haben. Und ja, wenn wir das dann erledigt haben, dann ist Endboss-Time angesagt. Aber ja, wie gesagt, vorher noch ein verstecktes Gebiet zu erledigen, was, so viel ich weiß, auch ein bisschen größer ist. Also, da werden wir noch ein paar Folgen darin zubringen. Und ja, gut. Das Ganze dann in den nächsten Episoden von Dark Souls 3. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.